Es ist ein ganz falscher Moment, um das anzufangen. Aber herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Es ist ein Tag vom Urlaub und wir sind uns nicht sicher, wie viel Bier wir auf der Zugreise zum Flughafen mitnehmen wollen. Und Kevin meint, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Das geht schon. Next day, next night. Auf den Urlaub. Also wenn wir die Kofferkonzentration angucken, wissen wir auf jeden Fall, wer den kleinsten hier in der Runde hat. Koffer. Nummer 2, wir sind gerade eingestiegen. Guckt ihn euch an. Guck mal, du Wichser. Du Wichser hast das Bier, hast alles, den ganzen Dreck im Zug stehen lassen. Und er wurde angeschnauzt von der Schaffnerin. POV Berlin. Nummer 2, jetzt geht's los. Ich habe sowas noch nie erlebt. Stefan macht einfach nur Musik in der Bahn an. Und auf einmal singen alle mit. Du bist jetzt der S45-DJ, ist dir das bewusst? Berlin-Leben. Das ist einfach Real Talk, mein erstes Mal an irgendeinem Flughafen. Ich habe das noch gar nicht erwähnt, ich bin noch nie geflogen. Und der Mann auch nicht. Eigentlich habe ich mir ein bisschen eingekackt davor, aber gerade geht's. Nee, ich glaube, es wird gut. Es ist schon verrückt, so das erste Mal fliegen ist schon... Ja, ich glaube, das wird richtig geil. Sagst du? Ja. Ich glaube auch, aber... Es ist halt ein komisches Gefühl, ne? Alter, man glaubt es kaum, aber ich hab richtig einen Sitzen am Flughafen. Wow! Ach, Digga, also ihr könnt auch wirklich nur mit Alkohol überleben, oder? Erste Mal fliegen, ich bin gespannt. Ich bin gar nicht so aufgeregt. Aber es liegt vielleicht mal an den 3 Bier, die Infos sind. Du bist selber dran schuld, wenn es nur 3 sind. Stimmt. Wir gehen rein. Muss ich das so ausziehen, bitte? Was, Hose? Ja, zieh mal Hose aus. Dieser Mann ist wirklich zu allem zu dumm. Guck mal, der kommt immer durch die Kontrolle. Dieser Mann ist wirklich falsches Geld. Halt's Maul, das war so grundlos. Digga, wie kann man das denn verkacken, seinen Ausweis dahin zu legen? Er sagt nach oben. Nach oben ging's nicht. Aber mir ging's nach oben. Der Herr Polizist kommt. Also wir haben's alle nach oben gelegt, aber... Junge, der Typ kommt, legt ihn nach unten, es geht. Das erste Mal. Bitte, das erste Mal fliegen. Also Jungs, kleine Beruhigung. Oben ist noch keiner geblieben. Wie viel Euro dafür, dass er nicht hereinspringt? Wichtigster Punkt des Tages, hoffentlich kommt der Koffer. Der Mann führt uns jetzt zu unserem Zimmer. Also eine genaue Roomtour kann ich, obwohl die gebe ich einfach jetzt, oder? Wir haben hier ein fettes Bett, hier ein kleines. Wir dachten eigentlich, es gibt nur das. Fernseher, hier Minibar, alles geil. Geiler Balkon, zeige ich euch vielleicht am Tag nochmal. Und hier, da sehe ich mich. Ich schwöre dir, weißt du, was ich mache? Ich mache das so auf, weil hier... ist die Dusche. Ich geh mal, selbst mach ich das auf, Digga. Und hier ist das Scheißhaus. Und hier wird richtig gekackt. Oh yeah, und jetzt geht's gleich noch was essen, hoffentlich. Oh, es ist 24 Uhr. Perfekt. Digga, ist man hier eine Sekunde. Ohne mein Team. Nee, ohne mein Team. Ich weiß nicht, ob ich euch das die nächsten Tage irgendwie geil zeigen kann. Es wird ja wahrscheinlich nur ein Vlog, vielleicht noch zwei, wenn es zu viel wird. Was das für ein Areal ist, wo wir hier sind, das ist geisteskrank. Digga, das kannst du keinem erzählen, wir sind schon wieder essen. Alles klar, Digga. Good morning in the morning. Tag 2, 1, also 2, aber erster richtiger. Wir waren gerade schon frühstücken und jetzt kann ich euch noch mal zeigen, wie es richtig hier aussieht. Ah, ich habe gar keinen Waldwinkel drin, perfekt. Aber geil wäre auch hier unten gewesen, sag ich dir ehrlich. Hier unten so Privat-Area, aber da sieht es auch gut aus. Aber das ist nur eine von vielen Poolanlagen. Aber irgendwie, das hier ist ein bisschen random, diese Häuser, die hier mittendrin stehen. Ach, und die Quoten stehen gut, dass die Klimaanlage mich diese Woche völlig raushauen wird. Ne? Ist ja nicht so schlimm, die Klimaanlage, ne? Der Mann lässt die hier laufen die halbe Nacht. Die Klimaanlage geht von da auf hier gerichtet, so, ne? Und hier schlafe ich und er hat sich das große Bett und da kommt nichts an. Ich schwöre, heute früh 8:30 aufgewacht, er macht die Klima an. Eine Stunde oder so. Arschkalt. Ruhe, ich habe ohne Decke die ganze Nacht geschlafen. Ne? Und ich musste einfach eine Decke dann drüber machen. Grad. Ja, das arschkalt, ist bei einer Alter. Klima ist das trotzdem... Ach, scheiß auf dich, Digga.
Seiten auf Cifra. Waren gerade beim Friseur. Ich auch. 15 Euro, gute. Jungs. Nummer dos. Ich glaube, heute wird es schon mal ein bisschen unnüchtern. Ich hoffe, das Video wird monetarisiert. Schauen wir mal. In dem Moment, wenn ihr einfach zu viel TikTok guckt und das sich komplett schon eingebrannt hat. Das ist einfach nicht mehr auf TikTok. Guck, ist gerade auf TikTok. Das hat sich einfach eingebrannt. Ja, die Gläser hier sind so cool. Guck mal. Wartet. Stefan meinte gerade, für 500 Euro würde er das trinken und die Blume sogar noch mitessen. Also, nee, und dann hat er zurückgeschoben. Aber ich sag ehrlich, seid mal ehrlich, schreibt es in die Kommentare, für 500 Euro würde ich mit Kusshand das Wasser trinken und die Blume essen. Passiert doch nichts, oder? Ui, Memo. Aber sieht irgendwie nicht wie ein Chickenburger aus. Aber, und die Tomate muss hier runter, oder? Nee, die bleibt auch. Ehrlich? Ja. Ah, weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, welche Probleme ich mittlerweile habe, aber noch am Essen, noch am Essen, noch am Essen, leer. Kommt hier zum Happy End, Alter. Hat hier auch die Hose so runtergezogen. Das haben wir nie erlebt. Zwei Asiaten, Digga. Wir haben uns gerade durchkleben lassen, Freunde. Haben sie gut gemacht. Ich dachte aber wirklich gerade was anderes. Also jetzt nochmal ganz kurz konkret. Wir waren gerade bei einer Massage, habe ich ja ein bisschen gefilmt. Und so 15 Minuten gratis. Und da war so ein Mann, der so hat uns das so, ja, hier, kommt rein. So. Und dann hat er gesagt, hier, komm, ihr kriegt hier die beiden Asiaten. Nee, was waren das für? Vietnamesen oder keine Ahnung. Und sind wir da in den Raum, wo zwei liegen waren, mit so zwei Vietnamesen gegangen. Bruder, ich sag euch ehrlich, wir dachten beide, es geht zum Happy End oder so. Also, die haben uns beide so richtig tief in den Arsch das Handtuch gesteckt. Die haben richtig die Hose runtergezogen. Und ich hatte übel Arschhaare. Ich habe eigentlich übel Arschhaare. Und auf einmal höre ich die so lachen, so beide so miteinander auf ihrer Sprache reden. Und ich dachte gleich, ja, und das war in dem Moment, wo sie mir das Handtuch so, also wo sie mir meine Hose so runtergezogen hat. Bruder, also wirklich, das war das Respektloseste, was es gab. Morgen direkt nochmal 90 Minuten Massage mit Spa und allem. Für schlappe 85 Euro. Also wir haben hier gerade irgend so eine Wassergymnastik mitgemacht. Leider nicht gefilmt. Es war ziemlich cringe. Ein Service hier. Kam ich dazu, weißt du? Bei Lake Beach ist so. Wir wollen eigentlich nur 5 Meter nach da. Jetzt haben wir. Das ist jetzt auch ein bisschen am Meer gewesen und im Meer. Warte, wo sind sie? Da. Da hinten. Ich sag euch, wie es ist, dieser Wellengang. Mir hat es voll den Fuß aufgehauen. Weil das ist alles voller Steine und diese Wellen, die knallen dich so weg, wenn du an einer bestimmten Stelle bist. So. Aber Salzwasser ist eigentlich ganz, also so gut. Schmeckt gut. Astrein. Hallo, Kevin. Hallo, Freunde. Heute ja, gar keine Freunde. Ein kleines Drink. Ich pisse dem Stefan in den Kopf. Trink am Drank, Stefan. Hallo. Das war's mit dem Drank. Stefan hat es einen lassen. Irgendwie reizt es uns massiv, hier runter zu springen. Es wäre einfach völlig cool. Einfach hier schön in diesen Pool hier springen. Wir brauchen ein Upgrade. Ich will auch den Pool haben. Boah, eigentlich müssen wir jetzt auch dort nochmal hin. Oder duschen. Es ist Zeit, den Vorhang zu lüften. Ah, der ist ja schon offen. Ja, ich gehe jetzt zur Dusche. Ich meine das voll ernst, ne? Ich würde es euch ja gern zeigen. Ich habe gerade einen super Ausblick. Vincent! Blick mal! Das ist die beste Erfindung, die ich je gesehen habe. Oh, mashallah. Kevin, was letzte Preis? Was letzte Preis? 5 Euro letzte Preis. Originale? Das ist mein Original? Original von Market. Oh, Originale. Alles Originale, Originale. Gute Preis mache ich in dir. Hier nehmen, du nehmen 1, ich nehme 2, du nehmen 3, wir haben 4 insgesamt. Gute Preis? Sehr guter Preis. Digga, das macht mich völlig fertig. Die ganze Nummer hier ist skurril. Also ich weiß nicht, was hier falsch läuft. Aber wir könnten da unten sein. Warum das, wenn das ist? Schlechte Freunde. Okay, ist ein Argument. Digga, es ist so dumm. Die ganze Zeit sieht das so aus. Warte. Jetzt geht es. Achso, jetzt kommt dieses Play, Digga. Ja, jetzt. Es ist 12 Uhr und der Bruch ist verbrucht. Ist einfach schon Feierabend.
Fick dich, fick du dich und dich erst recht. Ja, mit den 12-jährigen drei Kindern willst du tanzen oder was? Ab 7 kann man schieben. Der größte Bruch ist, dass im Hotel neben uns mehr abgeht als bei uns. Wir haben dir gebucht, du hast gebucht. Das stimmt. Ihr habt auch noch eine bezahlt. Wir haben auch eine. Bezahlt. Jetzt. Nee. Wisst ihr, wer bezahlt? Ihr bezahlt. Kevin ist schon so bekannt bei dem Mann, der weiß schon, was er braucht. Kevin, was macht der Mann? Weil der Mann weiß, wie es geht. Ja, super, einmal frei. Ja, Freunde, mich dreht's. Hier ist gerade ein Beckys Gespräch zwischen Engländern und Deutschen. Mich dreht's völlig. Der Mann hat mir hier nur Wodka reingemacht. Ich habe das selber ein bisschen gemischt. Weiß gar nicht, was ich hier sagen soll. Dreht's. Morgen gibt's ein Kotzi-Kotzi. Das Ding ist einfach nur klar. Der weiß, was du bist. Ja, der weiß, was du bist. Freunde, ich hab keine Ahnung, was hier für Musik läuft. Es kracht. Es kracht so gewaltig, Freunde. Das glaubt ihr gar nicht. Dieser Vlog wird wieder das ehrenloseste Ding, was ich seit langem gemacht habe. Freunde, es kracht. Vardy is on fire. Ey, ich wurde gerade abkassiert. Echt, wirklich? What you think of Harry Kane? Harry Kane is a Nutzsohn. How big is the possibility? Oh, I can't talk. How big is the possibility? Nee, that he can mix his drink himself. Himself? Yes. Look at the camera. Scheiße, Digga. Ey, wir haben einen deutschen Kollegen gefunden, der genauso Single ist wie ich. Aber mit den Eltern feiern gehen? Was? Ah, scheiße, war alles, Digga. Ich hab. Ja, scheiße. Wir bringen da drüber den Engländer bei, wie mein Hurensohn sagt. Werde mir jetzt so ehrenlos hier ein Eis holen? Nein, es ist geschlossen. Nein, ich würde mir so gerne ein Eis holen hier. Oh nein! Geschlossen. So, Boys, wir sind jetzt unterwegs hier. Linus geht's absolut nicht gut und er hat seine Bauchtasche verloren. Yeah. Habt ihr mein Zeug gefunden? Jetzt mal ernsthaft. Nee, jetzt mal ernsthaft. Habt ihr meine Reception. Reception, wie gesagt, gefragt. Ich glaube, meine Bauchtasche ist weg. Das ist schon noch alles. Die finde ich morgen schon wieder. Wenn ich nicht aufpasse, fürs Gehen mit dir. Ich hole schon wieder. Seine Suppe. Könnt ihr bitte meine Bauchtasche da machen? Ich muss schlafen, Junge. Ich glaube, ich habe einen verlesenen Filmriss. Ich weiß absolut nicht mehr, was gerade passiert ist die letzten Stunden. Ich weiß absolut nicht mehr, wo meine Bauchtasche ist. Ich laufe zickzack. Das ist kein Witz. Ich glaube, das war's mit allem. Wenn ich meine Bauchtasche nicht mehr finde, dann habe ich einfach verkackt. Ich schwöre noch mal. Scheiße. Naja, Hauptsache ich gehe jetzt rein. Schau mal. Good morning in the morning. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt von gestern mit reingeschnitten habe. Aber es hat völlig gekracht. Ich war ziemlich nüchtern, oder? Ich habe totale Halsschmerzen und so, hört man auch ein bisschen. Und gestern hat es gekracht. Aber ich habe keinen Kater, obwohl ich nicht mal irgendwas gegen Kater genommen habe. Also es lag neben meinem Bett noch. Maschine. Digga, sind wir irgendwie markiert worden? Warum? Warum ist hier vier? Hätte ich es auch wieder gemacht? Dann ist viermal geklopft. Ah, weil die viermal hier. Ja, macht Sinn. Freunde, jetzt geht es zur Massage, nachdem wir 3 Stunden am Pool gehangen haben. Oder wir waren einfach in der Frauenumkleide. Ich hab's gefordert. Eine Frau geduscht, ich glaube, das war kurz vor sexueller Belästigung. Okay, und jetzt 1,5 Stunden. Vicky, Vicky. Oh, das war gottlose 1,5 Stunden. Ich sag's offen. 2 sogar. Kein Happy End. Oder? Bei mir schon. Bei mir schon Spaß. By the way, kurz mal, damit ihr wisst, wie der Urlaub sich für mich aktuell anfühlt.
Hier kracht's ordentlich. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich heute so gefilmt habe. Ich habe heute irgendwie einen kleinen Downer auch gehabt. Heute war ich nur Massage, ich habe ewig geschlafen und gechillt und ich weiß nicht. Heute ist tatsächlich nicht so viel Spannendes passiert. Wir gehen abends, denke ich, wieder noch mal ein bisschen feiern. Die Jungs sind auch die ganze Zeit alle nicht da, aber ich hab hier gerade alleine gechillt, einfach mal ein bisschen ausruhen. Mich pickt's halt wieder mal, wie immer. Es ist typisch mein Körper. Das ist auch der Grund, warum die letzten Monate und Wochen immer mal nicht so viel kam. Und ach, Freunde, ich weiß auch nicht. Ich bin da gerade dran. Ich will Sport mehr machen. Ich will das von Arzt abchecken lassen. Aber es ist halt in Deutschland auch alles nicht so einfach, immer direkt einen Termin bei irgendwie was zu bekommen. Ach, ja. Mein Körper ist einfach ein Frack und ich muss dagegen was tun. Und jetzt geht's weiter mit einem super tollen Vlog. Wahrscheinlich sehen wir uns heute Abend, wenn es wieder... Na, vielleicht trinke ich heute mal nichts, damit der Körper ein bisschen... Na, wahrscheinlich trinke ich heute nichts. Ach so, kurz auf Handwerk. Ich habe gestern ja richtig viel getrunken. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich reingeschnitten habe. Bruder, ich hatte keinen Kater. Maschine, oder? Weil wir sitzen hier gerade wieder bei dem wunderschönen Sonnenuntergang. Und mir wurde heute im Laufe des Tages eine Geschichte erzählt. Und ich dachte, die Jungs verarschen mich. Ich habe einen maximalen Filmriss von gestern Abend. Unfassbar, sowas habe ich noch nie erlebt. Es gibt einen Zeitpunkt, wo ich am Tisch saß und danach einen Zeitpunkt, wo ich ins Hotel rein bin, komplett betrunken. Und dazwischen hat er mir gerade erzählt, war ich noch am Strand, hab auf der Liege gepennt, hab auch an den Strand gepinkelt, irgendwie mit zwei Weibern, also und zwei Typen, denen wollte ich noch mitgehen und da bin irgendwie, Digga, ich, angeblich wurde ich gekorbt. Bruder, ich weiß noch nicht mal, dass ich es irgendwo versucht habe. Zweimal. Ich, wirklich jetzt? Wie gekrochen? Was haben die gemacht? Das sollst du selber erzählen. Ich wurde gerade abkassiert. Bruder, ich weiß nichts mehr davon. Gar nicht. Dann habe ich meine Bauchtasche. Das habe ich, glaube ich, hab ich glaub, im Vlog habe ich das auch gesagt, dass meine Bauchtasche weg ist. Und die war einfach hier. Da weiß ich noch irgendwie, dass Stefan reingekommen ist und irgendwann in der Nacht und so. Du kleiner Wichser, deine Bauchtasche liegt hier. Weil die haben im ganzen Hotel gesucht. Bruder, Real Talk, ich weiß nichts mehr. Ich habe den krassesten Film, den ich je hatte. Also ich bin heute übrigens mit Klamotten alles an aufgewacht, weil es ist noch... Ach, Digga, gestern mal Absturz. Ich kann das alles nicht mehr. Ui. Einmal mit Schaf ohne Schaf. Keine Ahnung, wo wir hier gerade reingeraten. Für die Frauen hier. Bitte mal keine Party heute, ziehe ich Stefan ab. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Go on, bitch. Yeah, hey, Hurensohn. Yeah, Hurensohn. Two world wars and one world cup. England. Hurensohn. Two world wars and one world cup. Sing the song. The man them drink. Yeah. Halt die Fresse, du Bastard. Halt die Fresse. Hurensohn. Halt die Fresse. So, Freunde, ich habe wieder mal nichts gefilmt. Ich war gerade alleine feiern, weil meine Freunde lost sind. Ja, da waren so zwei Russen innen. Die haben ihren letzten Tag gehabt. Ihr wisst, was das bedeutet. Aber scheiß drauf. Es ist halt Urlaub, aber schauen wir mal, was wird. Vielleicht wird morgen irgendwas. Komm mich hier rein und sehe das. Ja, ich gehe einfach wieder, oder? Aber sag ehrlich, ist eigentlich eine geile Sache, was die hier machen. Da habe ich mich gleich angeschlossen. Bloß irgendwie bin ich jetzt alleine. Good morning in the morning. Tag 3, 4. Ach, Digga, scheiß drauf. Auf jeden Fall, der Tag startet. 13.41 Uhr für mich. Völligste heiße Eskalation und wenig Schlaf. Okay, dafür probiere ich heute mal was Neues aus. Und zwar mache ich diesen hier. Und schau, ob hier irgendwas passiert. Ich glaube zwar nicht, aber schauen wir mal, was wird. The Magic Moment. Das ist es. Das soll es jetzt sein. Dafür habe ich 10 Euro gelassen. Das sind 10 Euro? Lass es schon, ich wurde abgezogen. 10 Euro? Na, hell na. Ich habe mich perfekt eingegliedert. Was geht, Jungs? On the road again! Oh, oh. Police hier hinter uns. Oh. On the road again! Oh. Komm mit, schaut runter! Fickt euch! Ja, ich hab gerade einsteigen, bitte!
Taxi! Was? Auto, Auto! Wir haben 58. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Okay, now rennen. Los! Ja! Oh nein, die Kurve! Oh nein! Scheiße, Vincent! Dort links! Halt dich links! Ja! Also ich finde, das ist ein Sieg für uns gewesen. Ja, Rocket für euch! Good race, man. Wir haben für euch gestoppt. Let's change. Ich muss einmal noch hier kurz die Straßenlaternen zeigen. Die sind schon hier lang. Also in Germany, we would say, das hat einen hohen Stromverbrauch, den oben. Lass einfach mal den Finger kauen, der hat keinen Ausweis oder irgendwas von uns. Ja, der nur Zähler in die Hand gedrückt und fertig. Scheiß auf den Fixer. Kommen Sie mal hier eh weg. Also, oh. Zieh die ab, Junge. Oh, Kevin. Dann machen wir 12 und ich nehm's mit. Hier ist 12. 10 and 2. Yeah! So wurde geschlafen heute Nacht. So habe ich die letzte Nacht geschlafen. Und was dagegen? Ich hab wenigstens meine Fresse gehalten. Schnuller. Merkt euch eine Sache. Legt euch nicht mit mir an. Der Mann wollte das Wasser hier gerade auf mich machen. Hat er auch. Aber ich habe zurückgekontert. Meine ganze Hose sieht aus, als hätte ich eingepisst. Warst du eingepisst? Lüg doch nicht. Warst du krass abdancen gerade oder warum schwitze so? Du bist hier so ein Stammkunde. Was? Der weiß doch gar nicht deinen Namen. Sag dir mal deinen Namen. Ey, Schwuchtel! Ja, schwierige Szene. Ich habe natürlich nichts gegen Schwule, aber es war irgendwie lustig, weil die Engländer absolut nicht gecheckt haben, was das heißt. Und ja, sorry, dass ich... Also, sorry, Mann. Bevor ich gecancelt wäre, wisst ihr? Hurensohn! Hurensohn! Ja! Housekeeping! Ich bin der Barkeeper. Ich bin's. Ich hab einen neuen Job. Hä? Wo sind alle? Hallo? Wartet? Hallo! Housekeeping! Hallo! Guck doch mal! Digga, ihr habt noch nie so was Cooles gesehen. Hallo! Nein! Housekeeping! Directly to the pool! Oh, Housekeeping! Oh, Wodka Lemon? Gehen schon wieder Sachen ab? Ich habe jetzt einen neuen Freund, den Barkeeper, das ist mein Kumpel. Der hat mir einfach das hier alles gegeben. Drauf geschissen. Ich zeige euch den nochmal, ich mache ein Foto mit dem. Mitternachtssnack. Mitternachtssnack. Update. 4 Uhr morgens. Und wir gehen nochmal zur Bar. Dass ich den nüchternsten Tag am besten finde bis jetzt, ist krass, oder? Würdest du sagen, ist der beste Tag gerade? Nee, definitiv nicht. Nö. Gestern war besser. Weil ich verstehe, weil ich ohne. Ja, okay. Say it in a sentence. Ich habe einen kleinen Schwanz. I sleep Sunday, but only Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Kleinen Schwanz. Hurensohn. Hurensohn. Geil. Hurensohn. Ist schon ein bisschen romantisch gerade die Nummer hier. Glaub's nicht, aber Murat kann auch Tee. Junge, der Barkeeper hat dich gerade als Schwulbeleidigt. Hast du das ja auch mitgekriegt? Ja, ich weiß. Krass. Er hat gesagt, es gibt jetzt gleich so einen Blue Moon in 35 Minuten. Aber ich glaube, er blufft. Er wollte nur, dass wir uns verpissen. Ich ficke meine Freunde. Die haben dieses scheiß Ding umgedreht. Jetzt war hier gerade jemand drin. Ey, ohne Scheiß, ihr seid die größten Nuttensöhne. Another day, another story. Ich bin mir jetzt kratzfällig übrigens. Ich bin hier, meine Stimme hier. Hallo. Letzter Tag. Heute wird Gift. Und ich glaube, es ist Zeit für eine kleine Hoteltour. Zimmer kennt ihr ja schon. Und jetzt zeige ich euch mal den ganzen Rest so im Schnelldurchlauf. Also das Hotel ist mäßig so in zwei Abschnitte geteilt. Einmal hast du hier den Eingang. Und dann hast du hier so die Elite-Seite. Das sieht man jetzt gerade scheiße. Und hier die normale Seite.
da ist so Privatpool und so ein Scheiß. Und da wohnen wir auch und da sind halt die Zimmer ein bisschen besser. Und dann ist hier der große Bereich, wo eigentlich alles ist, aber da ist nicht so High-Quality-Shit. Ich zeige euch als erstes mal das. Man hat hier auf jeden Fall so einen langen Weg bis vor zum Strand, das ist ziemlich lang. Hier ist so Parkplatz und so. Und da ist auch so ein Shuttle, das dich eigentlich hier vorfährt, so den halben Tag mäßig. Da hast du halt hier natürlich überall diese scheiß Klimadinger und was das ist. Also ich schwöre, hier ist überall alles belüftet, aber hier sind auch 36 Grad oder so. Hier ist so ein Fußballbereich, da kannst du das so Step Aerobic und sowas, so ein kleines Ding. Ist hier noch so ein kleines Fußballfeld und hier so ein kleiner Freizeitpark für Kinder. Ich weiß nicht, wie man das so genau beschreiben soll. Ja, hier ist dann noch so ein kleiner Wasserpark für Kids. Boah, ich hab ein bisschen, der Film ist hier ein bisschen weird, muss ich sagen, weil ich denke, ich bin so ein Spanner oder so. Ja, und hier sieht man nochmal die Rutschen, die da so waren. Und dann gab es noch so einen Strand, das habe ich auch schon kurz gezeigt gehabt. Und hier hat man so schön gegessen dann. Ja, hier sieht man auch von oben so Theater und alles. Und ja, unser Pool, der war auch richtig entspannt. Und dann hier einfach von oben. Das ist zwar gefühlt nur die Hälfte, aber das ist ungefähr so gewesen, ne? Oh, that's a beautiful day. Hey, hey, hey. That's a beautiful day. Ah, oh, Sommersprossen, because of summer. Freunde, das war unser Vlog. Spaß geht noch weiter. Moin. Last evening. Also heute ist der offizielle Schwächeltag. Wobei hier heute gar nicht so krass die Schwäche. Aber der Mann macht heute die Enttäuschung. Aber ich. Ey, warte! Nein, nein, nein! Ich bin ganz hinten. Aber du bist heute Platz 2 bei der Enttäuschung. Letzter Abend, große Enttäuschung von mir. Wir wollten eigentlich die Nacht durchmachen. Ja, ihr hört es an meiner Stimme, es kracht. Das hier ist Wasser. Und ich laufe jetzt, es ist 1 Uhr, kurz nach Hause pennen, 1-2 Stündchen. Und 4 Uhr müssen wir los. Aber mir kracht so am Hals. Das ist unmöglich. Gebrochene Leistung. Und ich habe meinen Kollegen verloren. Es ist. Ach, scheiß auf alles. Digga, wo bin ich hier schon wieder gelandet? Trinkst Wasser. Nee, es ist 3 Uhr. Ja, Digga, ich habe gerade eine Stunde geschlafen. Scheiß auf alles. Letzte Mal. Ja, damit das Ding hier ein gutes Abschlussding ist. Wir spielen jetzt eine Runde Knack und danach holen wir ein Handtuch und klauen uns solche Dinger. Aus dem Handtuchbereich. Ach, scheiß doch an. Boah, irgendwie ein bisschen traurig macht er das schon hier. Wenn man das so sieht hier nochmal. Hier jetzt weg zu müssen, ist schon hart. Die Frage ist halt wirklich, was wir jetzt mit diesem Scheißball hier machen. Ah, sieht man gar nicht. Was wir mit diesem Scheißball jetzt hier machen. Ich hoffe, die brauchen zufällig einen billigen Ball, den wir geklaut haben auf dem Türkei-Markt. Digga, es ist 6 Uhr morgens und hier ist so viel los. Also hier ist noch viel mehr, wo ganz hinten los. Oder warum fliegen alle so früh? Ich dachte, wir fliegen früh. Und es ist 6 Uhr und wir fliegen erst 9 Uhr. Das ist noch viel nerviger. So, Freunde, zu Hause angekommen. Langer Flug, lange Reise, lange alles. Und guckt mal, wen ich hier hab. Hab ich noch nie in einem Video gezeigt. Guck mal, hier, na, wen hab ich denn wieder? Ja, hallo. Ja, hallo, endlich habe ich dich wieder. Das ist die Neue in der Familie.